Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, ganz kurzen, aber sehr wichtigen Informationsvideo. Und zwar hat VMAX gerade eine End-of-Summer-Sale-Aktion gestartet. Es gibt konkret für den VX2 Pro in allen drei Akkuausstattungen Rabatte, und zwar in der größten Variante, also als GT 200 Euro. Und ich habe da ja schon so einen seit Ewigkeit gültigen Rabattcode für euch, über 15 Euro. Das heißt, ihr könnt aktuell bis zum Ende des Monats, also Ende September, 215 Euro sparen. Noch ein paar Details, ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben, aber vielleicht an der Stelle, ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch schon VMAX E-Scooter im Einsatz haben. Von daher schreibt doch gerne unten in die Kommentare mal rein, wie ihr damit zufrieden seid. Ich denke, das ist für all diejenigen interessant, die gerade vor einer Kaufentscheidung stehen, aber einfach so ein kleines bisschen ja wissen möchten, was die Community so da darüber sagt. Von daher, ja, fühlt euch frei und packt euer Feedback unten gerne in die Videobeschreibung mit rein. Und jetzt die lange Version. Also, heute Morgen bin ich darauf aufmerksam geworden. Konkret, wie gesagt, 200 Euro beim GT werden direkt durch VMAX erlassen. Ich habe dann nochmal einen Freunde werben Freunde-Code in Höhe von 15 Euro, also 215 Euro. Ich habe ja sehr viele Scooter aus dem Hause VMAX vorgestellt. Damals 2022 angefangen mit dem originalen VX2. Der hat schon Power ohne Ende gehabt. Ich war mit diesem Scooter so unfassbar zufrieden und habe mir nicht vorstellen können, dass im Rahmen der ich darf das legal in Deutschland fahren Regelung da noch mehr kommen kann. Dann kam 2023 der VX2 Pro raus und das ist genau das Modell, das auch immer noch im Herstellerportfolio existiert, das jetzt eben dann rabattiert verkauft wird. Der Roller hat, und da könnt ihr euch mein Review gerne anschauen, ich verlinke das unten nochmal in der Videobeschreibung, dem nochmal deutlich eins oben drauf gesetzt. Der Motor hat eine brachiale Power. Schaut mich an, ich bin nicht der Leichteste, ich komme aus einer hügeligen Umgebung und der Scooter zieht mich einfach unproblematisch wirklich die höchste Erhöhung hier bei uns in der Umgebung hoch. Und dann hat in diesem Jahr, also 2024, gab es dann nochmal eine ja, erweiterte Variante, der sogenannte VX2 Extreme. Der hat dann nochmal etwas mehr Motorpower. Ich habe mir Details rausgeschrieben, nämlich anstatt 1200 Watt in der Peak. Die hat nämlich der Pro, der jetzt rabattiert verkauft wird, und der Extreme hat 1600 Watt. Ich fand es ganz spannend, gerade gestern hat unter einem meiner Videos ein netter Abonnent nämlich was drunter geschrieben und hat gesagt, ich habe mir den Extreme gekauft, ja, und das Teil ist so stark, dass ich davon überzeugt bin, dass es für die allermeisten mehr als überdimensioniert ist. Und ich kann euch sagen, der Pro, der jetzt rabattiert verkauft wird, der ist eben auch schon so stark, dass er für viele wahrscheinlich überdimensioniert ist. Von daher kann ich ganz klar sagen, ich kann euch da mit reinem Gewissen wirklich dazu raten, wenn ihr sagt, ich möchte was Gescheites haben, ja, und will jetzt eben den Rabatt mitnehmen, dann seid ihr da sehr, sehr gut beraten. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass da der ein oder andere auch sein Feedback in den Kommentaren da lässt. Von daher schaut gerne da unten mal rein. Konkret zu den Preisen, der GT, also in der 60 Kilometer Reichweiten Variante, hat 1199 Euro gekostet. Jetzt minus 200 Euro Rabatt sind 999 Euro minus die 15 Euro, die ihr von mir bekommt. Dann der ST mit 45 Kilometer Reichweite hat 999 Euro gekostet, ist jetzt um 100 Euro rabattiert, kostet also noch 899 Euro. Und dann gibt es noch den LT mit 35 Kilometern Reichweite und der ist von 899 Euro um 100 Euro rabattiert worden auf 799 Euro. Und das ist wirklich der Kracher. Wenn ihr mich fragt, bei dem Preisgefüge, das da gerade da ist, investiert direkt in den GT mit dem großen Akku. Ja, da habt ihr einfach lange, lange Spaß dran und müsst ganz wenig irgendwie auch dann zwischendurch nochmal nachladen. Und die Reichweiten Angaben, das habe ich auch immer wieder gesagt, sind hier mehr als realistisch. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Über die Motorleistung haben wir gesprochen. Bremse hat da vorne eine Drobbelbremse, hinten eine elektronische Rekuperationsbremse. In der Praxis funktioniert das vollkommen problemfrei. Einen kleinen Unterschied beim Display gibt es zwischen dem Pro und dem Extreme. Der Pro hat, ja, ich sag mal, ein Display, das hinter so einer Art getönten Scheibe in der Mitte eingelassen ist. Das ist, wenn man dann wirklich in einem prallen Sonnenschein unterwegs ist, teilweise ja, so halb gut noch abzulesen, sage ich mal, geht aber vollkommen in Ordnung. Der Extreme hat dann ein großes aufgesetztes Farbdisplay, wo ich auch nochmal ein paar mehr Informationen zu meiner Fahrt angezeigt bekommen kann. Ich kann da auch Navigationsinformationen eben mit reinpacken. Aber ob es das jetzt den Preisunterschied wert ist, müsst ihr selbst wissen. Natürlich in Kombination mit der erhöhten Motorleistung von Extreme. Um es mal so ins Verhältnis zu setzen, der GT aus der Pro-Reihe, der jetzt rabattiert ist, kostet 999 Euro. Die gleiche Variante im Extreme kostet 1.000
2.499 Euro. Das heißt, ihr legt hier 500 Euro obendrauf. Und da sage ich persönlich, nach den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, spart das Geld, ja, spart es für die kommenden Weihnachtsgeschenke und nehmt da wirklich problemfrei den Pro. Der Unterschied ohne Rabatt, der lag eben dann zwischen 1.200 Euro zu 1.500 Euro. Der ist natürlich immer noch da. Ja, da waren es dann 300 Euro Differenz. Da kann man vielleicht schon mal überlegen, ob man das jetzt braucht oder nicht. Aber selbst da wäre es wahrscheinlich eher, ich will das haben und nicht, ich muss das haben. Ja, weil die Motorleistung beim Pro wirklich, wie gesagt, ausreichend ist. Aber das muss am Ende des Tages jeder selbst entscheiden. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, beide Scooter fahren ganz hervorragend. Maximalgeschwindigkeit, die erlaubt ist, 20 km/h plus 10% Toleranz. Das heißt, ihr fahrt hier solide 22 km/h. Selbst wenn ihr ein bisschen schwerer seid, steile Berge hoch, überhaupt gar kein Problem. Ich bin da sicherlich das beste Beispiel dafür. Also, ich hoffe, das war für euch relevant. Falls ihr den Scooter kaufen möchtet, ist jetzt sicherlich ein guter Zeitpunkt dafür. Wie gesagt, ihr findet alle Informationen inklusive meinem Rabattcode, der nochmal oben drauf kommt, unten in der Videobeschreibung. Lasst auch gerne Feedback da. Da freue ich mich und auch alle anderen sich immer sehr drüber. Bleibt gesund und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut!